Ja, willkommen zum nächsten Part. Da würden uns erstmal gewünscht, dass wir einen schönen Tag noch haben. Das ist immer nett. So, da haben wir die Dings. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Ja, die Leck Kerzen mich am anzünden ist. Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder im Gebäude. Irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, die Kinder sind alle schon ausgetrocknet. So. Ich meine, leck mich am Arsch, ist auch ziemlich freundlich eigentlich für diesen Typen. Zuerst habe ich gedacht, der wäre auf unserer Seite, aber irgendwie ist dem doch nicht so. Oder vielleicht sind die Weiber doch schlimmer, als man denkt. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. So, jetzt geht's hier weiter. Wir laufen einfach durch. Wir wissen ja, dass wir ein Loser sind. Also brauchen wir da nicht großartig nachgucken. So, ganz schnell das Ventil graben und dann geht's weiter. Komm. Einmal eine Dusche noch. Zum allerletzten Mal. Ich meine, ja. Ja, komm, jetzt mach schon. Duschen kann man immer gebrauchen. Der Arm sieht echt nicht gut aus. Das hält, ey. Happy birthday to you. Ey, es tickt. Was könnte das wohl sein? Ein Wecker, juhu, ich bekomme einen Wecker zu Geburtstag. Jetzt haltet euch mal die Ohren zu. Okay. Schauen wir mal, was es so im Fernseher gibt. Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Aber ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Ups, das wollen wir nicht. In die Serie Kopf nehmen wir mit. Und da können wir auch schon das allererste Mal. Ja, den gucken wir uns auch jetzt sofort an. Endlich? Endlich was zu essen? Oder was meint er? Okay, wir gucken uns jetzt in die Serie Kopf erstmal an. Da wollen wir genau hinschauen. Okay, D005. Das eine war D001. Da die in dem Rollstuhl ist D001. Das ist D005. Und die kleine war vielleicht D003 oder was der Geier. Was ist das? Ist das Draht? Was hat man mit dem gemacht, mit dem Arm? Und das Gehirn hat man dann gegessen oder wie? Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich hat man da das Serum rausgemacht. So, wir... Ne, warte mal, was kann man das gar nicht benutzen? Nein, wieso kann man das nicht benutzen? Das ging doch eigentlich immer.
Ah, das ist ja blöd. Ich habe gedacht, da könnte man es noch benutzen und zum Beispiel irgendwelche Sachen anschauen, vergrößern, sonstiges. Sieht eigentlich immer noch dreckig aus, ne? Eigenartig. Gereinigt ist es auf jeden Fall. Okay, keine Ahnung. War wohl Schuss in den Ofen. Wir legen die Sachen erstmal rein. Holen unsere Sachen, die wir brauchen, so alle mal raus. Was haben wir denn hier alles? Also wir haben 20 Munition für die Pistole, haben wir schon einiges. Happy Birthday Video brauchen wir nicht mehr. Ja, okay, die. Die Serie Arm kann ich auch mal kurz noch nehmen. Das tun wir dann alles noch unten rein. Dann das Messer. Dietriche kann man auch mal mitnehmen. So, die Flinte, ja. Skorpionschlüssel. Man weiß ja nie. Das Reparaturkit, da müssen wir noch ausprobieren, welche Waffe wir da als am besten nehmen. Dann haben wir immer das Fern. Ne, das brauchen wir nicht. Das funktioniert ja leider nicht. Hier der Schlangenschlüssel. Und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie voll. Ich glaube. Ja, also den D-Serie-Arm tue ich nochmal zurück. In die Kiste. Und dann haben wir alles. Na? Ja, das, so müsste das okay sein. Alles durchgeladen. Kurz speichern. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir jetzt. Ja, schieben wir den mal da in die Ecke. Dann gehen wir mal schauen, was hier noch kommt. Das hat nochmals zwischengespeichert. Okay. Was ist das? Pistolenmission? Ist das die normale gewesen? Sah so aus. Ich komme mir. Aha. Wenn jemand über die Pistole, wer weiß, was kommt. Okay. Und nach hinten haben wir auf jeden Fall so einiges an Spielraum. Ja, muss ein bisschen vorsichtiger gehen hier. Ich glaube, aus dem Wasser kommt was rausgeschossen. Ne, hier kommt nichts oder wie? Ah, aber wir wissen sowieso, wir können ja gar nicht weiter, wir müssen da hinten hin. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Okay. Irgendwas klackert hier. Wo ist er? Da ist er. Unter dem Netz. Explodiert die? Nicht unbedingt. Gott sei Dank nicht. Okay, komische Geräusche, wer weiß, was das sein könnte.
Was war das? Munition? Okay. Na, ich habe Magnum-Munition oder sowas aufgesammelt. Ich bin mir nicht sicher, ob die da explodiert. Nee, doch nicht. Oder vielleicht explodieren, wahrscheinlich explodieren die nicht mehr. Aber man weiß es nie, ne? So wie das Vieh da. Ja, ja. Jetzt kommen die hier aus dem Wasser raus. Okay, da muss man jetzt aufpassen. Ah, da hinten sind welche. Oh oh, sind das... Okay, es ist... Naja, das ist so ziemlich gefährlich. Ah, der macht die langen Arme. Oh, Alter, was ist denn hier los? Okay. Glaub. Oh, der macht den. Nein. Den können wir, glaube ich, so besiegen. Nein. Nein, nein. Ah, das ist aber doof. Magnum-Munition, ja. Okay. Nicht so schön wie gerade eben, aber immer noch okay. Nein. Ah, was ist das denn? Warte mal. Wir haben uns verlaufen. Scheiße. Warte mal, finde ich jetzt. Wie kann ich sie vielleicht alle auf einmal treffen? So. Nein, nein, ach, das gibt es doch nicht. Ist doch nicht wahr, Mann. Da will man doch nur ein bisschen Munition sparen. Naja. Ey, jetzt kriegen wir den noch nicht mal platt, oder was? Na, man muss so ein bisschen vor ihnen auf den Boden zielen. Gott sei Dank sind die Ladezeiten so gut wie null. Bisschen konzentrieren. Ah, siehste, das geht doch. Uah, Mann. Ey, was ist das denn?
Hey, sorry, aber was... Ich bin irgendwie gerade... Jedes Mal verlaufe ich mich da an dieser einen Stelle. Was ist das denn da für eine Stelle? Geht's da irgendwie so ein bisschen so nach schräg, nach rechts oder irgendwie so ein Schrott und dann... Scheiße, ich hab die gar nicht. Okay. Wir kommen also, egal ob man die, warte, hier ist das irgendwie. Jedes Mal komme ich hier so irgendwie rein und dann checke ich nicht, dass ich, was ist denn das für eine Scheiße? Diese Biegung da. Boah, ist sehr schnell. Mist. Am besten. Ich will doch nur ein bisschen Munition sparen. Nein! Ja, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Munition sparen oder nicht? Ach, scheiß drauf. Noch nicht mal ein Schuss hätte mir wert. Scheiße, wo kommt der auch immer her? Naja, das mit der Pistole ist scheiße. Ich kann nur empfehlen, hier für die Schrotflinte und für die Kleinen mit der Pistole. Diese Musik hat auch nicht aufgehört, das heißt, es kommen noch welche. Oder irgendwie so. Aber wo? Naja, da kommt bestimmt noch irgendwo so ein komisches kleines Vieh. Wir könnten auch uns ein bisschen heilen. So. Zur Abwechslung mal. Ist das tot? Hab's aus Versehen zwei Schüsse reingezahlt. Eigentlich könnte ich für den das Messer nehmen. Oh. Nein!
Ich weiß doch, wie ich mit denen umgehen muss, Mann. Nein, er macht die lang. Okay. Nein. Ey, was ist das denn? Diese Ecke, Alter, ey. Ich krieg die Krise bei dieser Ecke. Ist aber auch dieser behinderte Steg. Scheiße, zu nah an dem Vieh. Oh oh. Nein, zu nah. Hey, komm schon. Nein, er macht den Angriff. Scheiße. Das ist einfach zu gefährlich. Na, was geht das denn hier halt einen Berg hoch, ey? Das haben sie voll behindert gemacht. Extra so gemacht, die Wichser. Ja, komm schon. Jedes Mal, wenn man sich umdreht, ist man hier halt... Nee, das gibt es nicht. Okay. Scheiß auf diese Munition vergoldene, nicht vergoldene Sache. Es ist ja schon nicht mehr normal, Alter. Wieso kriege ich die denn nicht platt hier, diese Wichsviecher? Ja, 1000 Viecher kommen raus aus der Hütte. Ey, das gibt es nicht. Wo kommt der denn her? Das ist doch nicht ihr, das ist doch nicht der Ernst von denen, ey. Kommt der einfach so daher aus dem Wasser oder was oder wo? Da wäre die Schnauze voll von den Viechern. Ja.
Wie viel gibt's noch hier? Und tschüss. Hä? Was ist das denn für ein Motherfucker? Okay. Warte mal, habe ich jetzt diesen komischen Wackeldackel da? Das weiß ich jetzt nicht. Am besten ist, wir gucken nochmal nach. Haben wir jetzt hier alles eingesammelt? Ja, den haben wir. Naja, stimmt, es war dann. Danach haben wir die ganze Zeit geladen. Gut. Dann kann ich jetzt eigentlich weiter.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Mia. Okay. Ich würde lieber aufpassen vor denen. Das sind nur noch zwei. Was ist das denn hier? Sieht aus, als ob da so ein Endgegner kommt. Warte mal, das kann nicht sein. Ist noch ein Rucksack? Sieht aus, als ob das noch einer wäre. Also, das gucken wir uns jetzt mal eben kurz an. Ne, hier sieht man nichts davon. Das ist irgendwie so ein Level da oben. Warte. Kommt man denn da hin? Kann man hier irgendwas einsammeln? Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt! Wir haben keine Zeit! Hast du beide Materialien? Nicht dabei. Willst du die etwa lutschen jetzt, oder was? Ehrlich, gib mir die Materialien fürs Serum. Das ist aber irgendwie komisch. Aha. Sieht aber irgendwie auch nicht fast den gleichen Körper wie Mia. Ach, die kann ich durchmachen. damit die mich direkt abschlachten kann wahrscheinlich. Ich fort. Oh, was machst du da? Ja, was machst du denn da? Also bestimmt nichts Unanständiges. Ich habe nur geguckt. Ja, wir holen ja schon die Materialien für Serum. Will ich die direkt wegspachteln oder? Oh mein Gott, ey, das Scrollen. Geht zu schnell, ja. Oh, man kann auch so. Ja, warum sagt mir das denn keiner? So. Ja, dann haben wir wenigstens zwei Plätze frei. Ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube... Wir... Sieht nicht so aus, als ob wir die Schlüssel brauchen. Ja, das behalten wir mal. Das glaube ich... Ich weiß nicht, keine Ahnung, könnte man auch gebrauchen. Wenn die beiden weg sind, haben wir sechs frei. Wer weiß, und vor allen Dingen. Ach, irgendwas passiert noch. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, Halleluja. Das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Hä? Für zwei? Was macht ihr damit jetzt? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey! Was soll ich jetzt machen? Davon ist meins. Was ist denn jetzt los? Wirf deinen Arsch zurück ins Haus! Ja. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich auf die Augen ziehen muss. Das Problem ist nur... Ach, man kann sich ja heilen mit Haar. Das nervt langsam weg.
hier kann ich nichts machen, ne? Scheiße. Wie viele Augen muss man denn da noch töten, ne? Das ist aber echt doof, dass man sich nicht vorher geheilt hat, ey. Ja, wieso kann ich mich jetzt nicht heilen? Ja, das wird der Part des Sterbens. Ich glaube, unten ist besser. Scheiße. Trotzdem noch erwischt. Ja, was hat der denn für einen Roundhouse-Kick? Oh, das ist ja nicht mehr normal.
Ja, na klar. Gerade in dem Moment, wo ich schießen will, weißt du? Ich weiß jetzt nicht genau. Nein. Naja. Sorry, dass das einfach nicht klappt. Ist halt so manchmal bei diesen Gegnern. Hey, dass er sich so viel bewegen muss, der Wichser. Das gibt es nicht. Ja, lad doch nach, du Lammarsch. Man sollte einem lieber was geben, was einen schneller laufen lässt. Anstatt so eine Scheiße hier, ey. Wo ist dieses andere Auge? Oh, er macht mit dem Schwanz was. Nein. Der Albtraum von mir, Alter, daneben schießen. Ja, na klar. Du bist jetzt Teil der Familie. Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt geht der auch hoch. Wie kann er mich da treffen? Wie nervig, Alter, ey. Hammerhart. Warte, jetzt. Ja.
Ja, na klar. Mann, Alter. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hier liegen noch voll die Sachen rum. Ethan, hier lang. Was ist denn jetzt los? Du willst, dass ich ihn heile? Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ich kann die Sachen nicht mehr einsammeln, oder was? Was soll denn das? Leute, das ist leider ein Grund für mich, dann hier aufzuhören und nochmal neu zu machen, weil das ist, kann nicht angehen. Ich will die Sachen haben. Da muss ich dann leider, also, das ist mir dann auch scheißegal. Aber was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Ich bin richtig sauer. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Woher soll ich das denn wissen? Entscheiden die das vielleicht so? Die gucken sich nur an. Muss ich mich jetzt entscheiden, oder was? Was soll denn der Scheiß? Beide halten sich fest. Ja. Die sieht eigentlich so aus, als ob die besser damit klarkommen würde. Dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Ihr seid zu Hause. Offenbar gehöre ich hierhin. Was ist das eigentlich für ein Scheiße? Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Das bringt die uns noch beide um. Nein, tot. Das war nicht das Ende gewesen, oder? Sonst wählen soll. Ich mach bitte Schluss.
Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Ist das nur hierher gelangt? In Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Was heißt das jetzt, dass wir tot sind jetzt bald, oder wie? Ab. Wie? Ethan? Das ist doch wahrscheinlich das Schiff von Revelations, oder wie? Was sollst du jetzt sagen? Ja, fragst du mich? Vor allem, man hat keine Waffen, kein gar nichts. Findet man jetzt alle Waffen, die man gefunden hat, in irgendeiner Truhe wieder oder was? Was? Rechnungen? Also hier, von hier kommt dieses Virus auf jeden Fall. Wahrscheinlich haben sie einigen dieser Passagiere oder so, haben sie hier gefunden, haben aufgenommen in ihr Zuhause und dann wurden natürlich alle infiziert. Wieso kann man hier Truhen öffnen? Oder Türen öffnen?
gegeben haben. Wovon zum Teufel redest du? Hat sie alle umgebracht? Die sehen beide ziemlich gleich aus. Wieso? Ich hab gedacht, ich soll das aufheben. Zwischengespeichert. Sollte man wohl wieder... Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Ey, was ist das denn hier, Alter? Was ist das, voll das Gebiet hier? Was steht, das ist doch noch nicht zu Ende des Spiels. Hat es gerade jetzt angefangen, oder was? Was hat er sich da drin versteckt? Okay, das ist die Crew. Kennen wir einen davon? Wahrscheinlich. Sorry. Von irgendeinem anderen Resident Evil Teil ist vielleicht einer bekannt. Und da kenne ich mich aber nicht so gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, hier lag auch noch irgendwie einer. Ein Indiz dafür, dass wir keine Waffe mehr bekommen, ist wahrscheinlich, dass wir keine Munition finden. Ja, aber ich meine, was soll das denn jetzt hier? Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen eher so eigenartig. Ja, das Gemälde von dem... Annabelle 1987? Keine Ahnung. Nö. Was? Was bist du? Ja, ich bin ja jetzt geheilt, ne? Also im Endeffekt war das doch für die Katz. Egal wie man halt. Derjenige, der zurückbleibt, hat sogar noch bessere Chancen. Schon umstöhnen, wenn die hier die Leiter hochgeht.
Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Soll ich jetzt hier reinspringen oder was? Na, wahrscheinlich. Schützen können wir uns. Aber ob das was bringt. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Tja. Warum redest du da? Du hast. Da habe ich noch nicht gewusst, was das für eine Familie sein wird. Ganz besonders mit diesem einen Typen da hinten. Hallo? Was ist das? Ja, na klar. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, ich meine, was soll ich denn da machen jetzt? Das Vieh ist ja andauernd hinter mir her, ey. Waffe, kein gar nichts. Soll ich mir diese Waffe herstellen? Boah, meine ganze Munition weg, alles weg. Nutze ich gar nicht. Was soll ich denn hier speichern, ey? Muss ich hier speichern? Meinen Spielstand will ich da oben nicht versauen. Ich weiß nicht, sollen wir noch gucken, ob wir da was finden? Ja, na klar. Mit zwei Kugeln kommt man ja auch weit. Was soll ich da machen? Soll ich der Kleine jetzt in den Kopf schießen? Naja, selbst das geht nicht, ey. Siehst dir an. Was? Naja, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Da kann ich speichern, aber ich kann nicht speichern. Irgendwie sehen die alle gleich aus, ein bisschen. Ist das vielleicht alles die gleiche Person oder so?
Ja, dann sehen wir uns mal das Video an. Mal gucken, ob das was irgendwas bringt. Wahrscheinlich haben wir alle Videokassetten und Testsubjekt E01, C-Transport Log, bla bla bla. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt die Oma oder was? Dann wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Ist das der Typ von 300? Nee, doch nicht. Sie schiebt mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Ja, komm, zeig mal her. Kriegen wir wieder hin. Nur mal für ein bisschen Kreppband. Hä? Okay. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Physikerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Eveline, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Eveline zu einem sicheren Verwahrung bis auf weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Eveline, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelines Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Eveline zu beseitigen. Mein Gott, na Mann, ey. Haben wir da? Keine Ahnung, was soll ich davon halten? Der Kodex hält die Entfernung zum Ziel an, aber muss ich den ganze Zeit da hochhalten? Sie ist in der Nähe. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die ganze Zeit in dem Haus ist. Aber man seine ganzen Sachen nicht mit hier hinnehmen kann. Wozu sammelt man die in dem Haus? Jetzt geht das Spiel irgendwie noch 500 Jahre weiter, aber man hat irgendwie seine ganzen Sachen verloren. Hinaufklettern. Ja, es ist das Spiel ist 300 Jahre linear und jetzt gibt es hier 5 Wege, die ich gehen kann.
gehen wir halt hier erstmal her. Mein Gott, nochmal, wie viele Wege gibt's denn hier? Ich kann die noch nicht, ich kann die nur verwenden, wenn ich die mixe. Naja, egal. Irgendwann wird das schon enden. Alter, was ist das für ein geiles Messer? Warum habe ich dieses Messer nicht? Schon 100 Jahre gehabt. Hin soll. Was ist das für eine Scheiße hier, ey? Hallo. Was soll ich denn hier machen, ey? Oh, das ist der einzige, den ich habe umbringen kann hier. Na, eigentlich können wir diese Tabletten reintun, die brauche ich hier nicht.
Keine Ahnung, was ich hier machen soll, wo ich hin soll. Diese Uhr, die ist auch eigentlich eher nur am Nerven. Ja, die Uhr, da steht 56 drauf. Mann, hack dir selbst die Hand ab, ey. Scheiß ich auf die 58 da oder was das da ist. Im Endeffekt nützt das doch sowieso nichts. Das Vieh, die Kleine kommt, wenn die kommt. Und nicht, wenn die Uhr da irgendwie... Da kann man sowieso nichts dran erkennen. Da war gerade eben fast auf 10 und... Okay, was ist das? So ein Kartenlesegerät, aber wo ist diese Hurenkarte, Mann? Oh, meine Geduldsgrenze ist gerade ganz rapide am Schwinden, aber ganz rapide. Ich hasse das in einem Spiel, wenn man einfach an eine Stelle kommt, wo es so abgefuckt wird wie jetzt. Wo du alles verlierst und dann kannst du noch glücklich sein, juhu, und dann darf man jetzt hier in diesem komischen Level herumrennen im Kreis und finde nix. Was ist das da für ein Scheißzeichen? Wahrscheinlich muss man da die Karte nehmen, ja, cool. Jetzt geht der Scheiß auf einmal, oder was? Ja, das ist ein Messer, ne? Ey, nein! Das gibt es doch nicht, Mann! Ja, die Arme gehen irgendwie bis nach Jerusalem. Halten die weniger aus oder ist das Messer einfach nur so stark? Was habe ich denn eigentlich eingesammelt? Ah, noch eins. Nimm doch schon. Oh.
Hey, was? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Wie viel hält denn so ein Vieh aus? Messer dreimal schlagen, ist es weg? Dylan. Wie benutzt man das Ding? Mist. Muss man ja erstmal da kommen. Normalerweise das stand bei diesem Achievement, dass sich das jemand dran haften muss. Und nicht am Boden. Ich glaube, das haben die auch nicht ganz kapiert. Oder beziehungsweise, oder ist das war gerade nicht zum Auswählen. Aber eigentlich. Theoretisch gesehen. Ich war nah genug an dem Vieh dran und das hat nicht geklappt. Naja, mal gucken, wie viele Stunden das noch geht hier. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Im Endeffekt ist mir so scheißegal, ey. Und wenn die hier alle draufgehen? Die wurden doch dafür bezahlt für diesen Job und deswegen müssen sie auch damit klarkommen. Wo muss ich jetzt die Scheiße hier übernehmen? Ich war dieser eine Typ, ich hatte nichts mit diesen Leuten hier zu tun. Weißt du? Man weiß nie, ob man alles hat. Was habe ich jetzt da eingesammelt? Da gab es da noch tausend andere von diesen Türen. So gefühlte 1000. Keine Ahnung. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr in Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Ja, Babysitter-Job. Warte, was bringt denn das jetzt hier? Dann geht's nicht weiter hier. Keine Ahnung. Okay, komm.
langsames Zurückgehen. Evie, warte! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nicht nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Okay, das scheint aber irgendwie alles nicht zu klappen mit diesem komischen. Oh, der Nebel ist echt gut gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, ich hätte das dem Vieh angeheftet. Nein, das geht nicht. Verstehe ich nicht. Geht einfach nicht. Verstehe es nicht ganz, wie man mit einer Heftbombe... wie man einer Heftbombe einen anheften soll, wenn es nicht anhaftet. Nein. Ja, da kommen die natürlich schnell nach vorne, ne? Wenn man mit dem Messer angreift, dann bleiben die schön hinten. Was, Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Thank you.
Da liegt ein Lunchpaket noch. Okay, da hinten ist eins und da ist eins. Habe ich noch 2 Versuche. Ich glaube es diesmal. Ich weiß nicht, ob es hat, glaube ich, irgendwo gespeichert. Ach. Weiß nicht. Nein. Was zünde ich die denn mit R? Also so die Taste, wo man wirklich nicht drauf kommt, ey, dass sie zum Zünden da ist. Ja, das ist für Nachladen. Wie kann denn eher für Zünden sein? Wirklich, welcher japanische Idiot hat das gemacht, ey? Anstatt benutzen, nachladen. Was denn? Okay, ich weiß jetzt, dass der Wichser da kommt. Naja, das hilft einfach nichts. Kriegt dieses Achievement nicht. Ich probiere es nochmal aus. Was muss ich hier hin? Keine Ahnung. Warum ist denn hier auf einmal ein Tor unten? Jetzt. Ist das mein Kollege? Hä? Das ist ja gerade einfach verschwunden, oder? Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht.
Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab nicht so gemeint! Sie Ivy. Versucht, die Kontrolle ich, zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Wozu habe ich denn jetzt nochmal diese beiden Granaten bekommen? Ach, jetzt macht sie dieses Video da. Komm nicht her. Video, Screenshot, Settings, Options, Help. Ja, geh auf Help. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Ja. Hab ein gutes Leben. Genau das hätte ich machen sollen. Warum sieht man denn nichts? Ich meine, hallo. Wo ist die Taschenlampe von der Alten? Naja, also da sieht man absolut nichts. Da kann man nichts machen. Was ist jetzt los? Kernkraftwerk? Kernkraftwerk auf dem Schiff. Sieht aber auch nicht aus wie unsere Freundin. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, Ivy, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Jetzt ist das auch so eine Alte geworden. Ich glaub's nicht. Die längste Kassette aller Zeiten, würde ich mal sagen. Ja, machen wir mal hier Schluss, weil ansonsten... Ja, das wird sonst zu viel. Ich muss mich erstmal erholen von diesem ganzen Schrott, der da passiert ist. Okay. Bis zum nächsten Mal.